Nach anfänglichen digitalen Problemen wandern wir jetzt ab in die analoge Welt. Da gibt es auch einige Probleme, Security-Probleme. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu Nightmare on Every Street. Und zwar geht es um ein Sicherheitssystem, welches Fahrradteile sichert oder sichern sollte. Der ganze Vortrag geht über mehrere Genres, über das Filmbusiness. Wir fangen an im Sci-Fi, gehen über eine Doku. Ein bisschen Action haben wir drin, kommen über ein Drama, Abenteuer und Komödie. Also es wird ein unterhaltsamer Vortrag. Dann legen wir mal los. Erstmal kurz über mich. Ich bin langjähriger Fahrradenthusiast. Fahrrad ist mein Haupttransportmittel. Und die größte Schwachstelle oder das teuerste am Teil eines Fahrrads sind die Laufräder, die gern mal abhanden kommen, wenn das Fahrrad geparkt ist. Und deswegen beschäftige ich mich lange damit. Und wir kommen da jetzt mal gleich zu, genau, zum ersten Kapitel. Und zwar Plan 6 vom Outer Security, wie ich meine Laufräder gegen Diebstahl schützen kann. So, die Ausgangslage, warum ich das gemacht habe, da die Teile wichtig sind, ist gerade zum neuen Invest kam, dass ich neue Laufräder brauchte, in eine etwas höhere Preisklasse, also ein bisschen teurer investiert habe. So Laufräder kosten 150 Euro, also das macht sich schon macht Sinn, die zu schützen. Voraussetzungen sind natürlich Schnellspannerräder, was eigentlich auch kein Schnellspanner für die Laufräder, was kein Thema ist, weil jedes Baumarktfahrrad hat mittlerweile auch Schnellspanner, sprich man macht einen Hebel auf, kann das Laufrad einfach rausnehmen und es ist weg. Im Rennsport macht es Sinn, auf der Straße nicht. Die Systeme, ich stelle sie euch gleich mal vor, ich schalte jetzt noch nicht dazu um, ist halt ein normaler Schnellspanner, da haben wir das Fahrrad, das wird einfach per Hebel fixiert und man kann es aufmachen, rausnehmen. Das ist die erste Variante, um sein Fahrrad zu schützen. Also ich habe das Ganze, um es zu bewerten, mal in vier Kategorien aufgeteilt. Das sind einmal die Überwindungshindernisse, die Anzahl der unterschiedlichen Schlüssel, wie man sowas sichern kann, das Handling und die Optik zusammengefasst, wie es später aussieht. Ich will ja da kein riesen Schloss dran haben oder was weiß ich, damit das Fahrrad schwerer oder unhandlicher wird. Und der Preis ist natürlich auch entscheidend. Wie gesagt, Ausgangslage ist dieser Schnellspanner. Die erste Evolution dieser Systeme, um das etwas zu sichern. Oh, irgendwie komme ich mit den Tasten bei Windows nicht klar, aber dafür zeigt das Bild an, war, dass ich das Ganze, dass man das Ganze mit einem einfachen Kabelbinder an der Gabel sichern kann. Dann haben wir schon mal ein einfaches Schloss, was man nicht einfach per Hand öffnen kann, ist relativ billig, so ein Ding kostet unter 10 Cent. Um es zu öffnen, muss man es halt wieder aufschneiden oder braucht eine Zange. Also man hat ein Hindernis, um das zu öffnen. Es ist etwas, also eine Zange oder ein spitzer Gegenstand, um diesen kleinen Widerhaken da ein bisschen rauszufummeln. Unterschiedliche Schlüssel gibt es keinen. Der unterschiedliche Schlüssel heißt Seitenschneider. Die Optik, würde ich jetzt sagen, ist nicht so schön, da irgendwie sowas dran zu haben. Preis ist relativ günstig. Nächste Evolution ist ein Adapter, der mit einem handelsüblichen oder vielmehr einer Spannachse, die mit einem handelsüblichen Sechskantschlüssel festgemacht wird, sichert mein Fahrrad schon mal dagegen, dass Leute nicht unbedingt einen Imbusschlüssel dabei haben, es sei denn, die arbeiten bei IKEA. Dafür haben wir die Bewertung Überwindungshindernisse 1. Das ist ein handelsübliches Werkzeug. Ich muss mir zumindest erstmal diesen Key besorgen, um dieses Ding aufzukriegen. Schlüsselvarianten, es gibt nur den oder die eine Größe für dieses System, was halt passt. Handling-Optik ist eigentlich ganz schön, weil mir fehlt der Hebel. Das Ding sieht leicht aus. Preis 10 Euro ist auch noch im Rahmen. Die nächste Stufe, die wir dann haben, ist das Ganze praktisch auf diesem Sechskant-Schlüsselsystem basierend. Nur wir haben ein Fünfkant, also ein spezielleres Werkzeug, was man nicht einfach im Handel kaufen kann, was es dann um ein Spezialwerkzeug härter macht, dieses Ding aufzukriegen. Optikvariante das gleiche, Preis auch noch im Rahmen, 15 Euro, geht noch. So. Ich wollte mich ja weiterentwickeln, also dieses Thema habe ich locker, also mittlerweile das letzte, bis jetzt wurde mir auch noch keins geklaut davon, aber man möchte ja die teuren Sachen auch besser schützen.
war ich auf der Suche nach einem neuen System. Durch die Medien wurde ich aufmerksam dann auf Hexlogs. Das ist ein Kickstarter-Projekt gewesen, die eine nette Idee hatten, die Fahrräder zu sichern mit einem Magnetsystem. Das zeige ich euch später noch mal ein bisschen genauer, wie das funktioniert. Ich habe es in den Medien beobachtet, ich habe es mir im Internet angeguckt. Sah sehr interessant aus. Ich wusste nie genau, wie es wirklich funktioniert über die Medien. Zumindest haben sie es verkauft als super sicher und super toll. Der Preis ist allerdings sehr hoch gewesen, dass ich die Investition von mir hergeschoben habe. Aber aus Neugier habe ich es mir dann doch irgendwann mal besucht und habe mir dieses Hexlock-System besorgt. Schon wieder die falsche Taste. Was ähnlich aussieht wie die anderen Systeme, ist auch genau die gleiche Achse. Ist es wieder der Standard-Inbus-Schlüssel drin. Was es anders macht, ist, dass dieser Inbus mit einem zusätzlichen Magneten gesichert wird. Das ist der falsche. Also es gibt unterschiedliche Größen. Man kann nicht nur die Laufräder damit sichern, sondern auch noch andere Fahrradteile. Wenn das Ding drin ist, funktioniert der Schlüssel nicht mehr. Das ist die Idee daran, die eigentlich recht nett ist. Die Idee kommt eigentlich, ist so eine Standardabsicherung aus dem Maschinenbau. Man kann da auch eine Kugel reinschlagen, nur man kriegt die Kugel nicht wieder raus. Das ist das Problem. Deswegen haben die sich ein bisschen Ideen gemacht, fand ich eine gute Idee, indem man halt diesen Magneteinsatz macht, den man mit diesem Schlüssel wieder rausziehen kann. Optik auch 4, Preis 56 Euro, ist allerdings eine harte Ansage, deswegen habe ich das nicht sofort investiert, sondern habe mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen. Geht es überhaupt wirklich, dieser Magnet muss doch zu überwinden sein, ist es so sicher? Es gab Fernsehbeiträge, alles Mögliche, wo sie versucht haben, das Ding mit dem Magneten rauszuziehen und, und. Jedenfalls, ich habe die Dinger bestellt irgendwann und mich für diese Hexlocks entschieden, weil sie A, ein leichtes System sind, ist eine smarte Idee. Die Rezensionen im Internet, da kommen wir gleich drauf, sind überwältigend. Es gibt praktisch kein Hack, kein Lockpicking-Vortrag, nichts, was dieses System aushebelt. Kickstarter-Projekt zur damaligen Zeit auch modern und interessant gewesen. Unterstützt man gern sowas. Ja, dann noch ein wichtiger Hinweis auf der Kickstarter-Seite ist, dass das Ganze von der Berliner Lok-Sozietät geprüft wurde. Hinweise über die Lok-Sozietät im Internet habe ich nicht gefunden, aber es gibt wohl ein Logo vom SSD e.V., der hier nicht so ganz unbekannt ist, prominent gezeigt wurde, die auch klaglich gescheitert sind an dem System, was mich natürlich noch mehr motiviert hat, dieses System zu kaufen, weil wenn es Hacker getestet haben, ist es sicher. Ja, die diversen Aussagen des Herstellers sind einige. Ja, Hexlocks, super sicher, very secure. Unten seht ihr das Logo mit dem Video, wo ein Hacker versucht oder ein Picker versucht, das aufzumachen von Wired, Spiegel Online. Also sagt erstmal, das ist ein gutes Ding. Ja, worauf wir dann zum zweiten Kapitel kommen. Ein Schloss aus Stahl und Neodym. Oder vielmehr nochmal zurück. Ich habe es gesucht im Internet, ich habe es mir gekauft, es wurde geliefert, ich habe es relativ schnell gehackt. So, das Hexlocks Unboxing und Reverse Engineering. Das Ding kam dann bei mir an. Ich dachte, da ist eine tolle, große Magie hinter, wie dieser Schlüssel funktioniert, irgendwelche mit gegenmagnetischen Kräften, die das rausziehen oder keine Ahnung, wie auch immer. Ausgepackt, ich habe es mir angeguckt, sehe, dass das ganze Ding nur mit einem Magneten funktioniert, der da drin hängt. Was ganz gut ist, wenn der in diesem Schloss drin hängt, kommt man wirklich nicht dran. Ich zeige euch das mal genauer. Jetzt gucken wir mal, ob die Technik mitspielt. Da, so sieht es aus. Könnt ihr jetzt auch nicht so gut sehen. Oh Gott. Also so sieht es mit dem Schlüssel aus. Der wird da einfach drauf gesteckt und dann wird das Ding einfach rausgezogen. Das ist alles. Ja, jetzt zu dem System an sich. Ja. Also 58 Euro kostet das Set, um die Laufräder zu sichern, also inklusive der Achsen, ein Schlüssel und zwei von diesen Teilen, die noch drin sind.
Das ist das ganze System. Also wie immer bewertet, ich habe jetzt nur einen mit, also es gilt für die ganzen Laufräder, das ganze Set. Einzeln sind die Dinger, ein so ein Inlet kostet 12 Euro, der Schlüssel kostet 12 Euro, aber das summiert sich schnell. Wenn man dann noch andere Teile kaufen will, dann wird es teurer. So, hat man schon mal gesehen, wie es genauer aussieht. Der Aufbau, also das Ganze ist eigentlich eine Hohlschlüsselfunktion, sprich... Tja. Ist auf 1, ja. Ja, dann lasse ich das. Ja, steht auf 1,1. Ich kann ja nochmal durchschalten. Ja. Jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Da. Genau. Also der Aufbau von dem Ding, es ist eine Hohlschlüsselfunktion, die reingedrückt wird mit Kraft. Wenn man es leicht reinsteckt, dann funktioniert es nicht wirklich, um den wieder rauszuziehen, weil das Einzige, was man überwinden muss, ist die magnetische Kraft, sprich der Winkel von diesem Schlüssel mit diesem Schloss muss exakt stimmen. Tut er es nicht, ist er zu schmal oder ist er zu breit, kriege ich das Ding nicht raus. Sprich, das ist der Key, wie sie die Schlüssel variieren. Sie behaupten, dass sie bis zu 1000 Varianten haben. Die Möglichkeit kann nur, sprich von dem Winkel von dem Hohlschlüssel sein oder der Durchmesser, wie der das Ding passt. Wie sie also sie sagen nur, nee, drei Digits sagen sie als Code-Variante, das ist hier unten. Das kann sich jemand vielleicht mit nach Hause nehmen, noch als Aufgabe reverse-engineeren, wie der Keycode sich aus Durchmesser und Winkel vielleicht ergibt. Dafür müssten wir mal ein paar mehr von den Dingern bestellen, um das wirklich rauszukriegen. Sprich, eigentlich ein relativ simpler Schlüssel, der mich dann etwas enttäuscht hatte und dann zum Nachdenken gebracht hat. Es muss ja auch einfacher gehen. Also wozu muss ich dafür 12 Euro so einen teuren Schlüssel kaufen? Und sind die Varianten überhaupt so wichtig? Genau. Das ist übrigens das Video, das sie ins Internet gestellt haben, das diese Lockpicking-Versuche zeigt, dass sie nutzlos sind. Ja, genau. Ich würde mal sagen, falscher Ansatz. Ja. Die Clubmate-Flasche hat mich übrigens auch bewegt, das Ding zu kaufen. Ist ja super hip. Muss. Okay, dann kommen wir zu Kapitel 3, Hexlocks. Hexlocks-Attack, Angriff der sechseckigen Schlösser. Wie baue ich mir einen Masterkey? Das Ganze ist relativ simpel. Jetzt würde ich da gerne mal wieder draufschalten, aber ich habe Angst. Deswegen zeige ich euch das Video, wie wir es machen. Und wir machen später einen Workshop, wo ihr euch das mal in der Nähe angucken könnt, bevor wir hier wieder von vorn anfangen. Sprich, ich bin dann auf die Idee gekommen, einen Masterkey zu finden. Der Masterkey heißt Klebeband. Relativ einfach. Ich stecke das Ding rein. Magnet hält. Ich mache mein Klebeband drauf. Ein bisschen was. Handelsübliches Klebeband. So sieht das Ganze aus. Den Hersteller habe ich mal weggelassen. Also um keine Schleichwerbung zu machen, ist der Hersteller mal ausgeblendet hier. Enttäuschend, würde ich sagen. Also ich war etwas frustriert. Womit wir zu Kapitel 4 kommen, Hexlocks, die Öffnung ist erst der Anfang.
weil das wollte ich nach so einem teuren Artikel nicht auf mich sitzen lassen und habe erstmal den Support kontaktiert, was der von dieser einfachen Überwindung hält. Was mich gestört hat, war der halt der extrem hohe Preis und dass man es halt mit super einfachen Mitteln überwinden kann. Ich brauche keinen Spezialkleber aus dem Kfz oder was weiß ich, der mal 3 Stunden trocknen lassen muss, damit man das rausziehen kann. Es war relativ simpel. Das habe ich auch dem Support mitgeteilt. Was mich noch geärgert hat, sind die falschen Aussagen im Internet, sprich die Kickstarter-Videos, die TV-Beiträge, die Aussagen auf der Webseite. Ja, und dann noch das Misstrauen durch die Behauptung, geprüft durch die Berliner Log Society. In einem Ding haben sie sogar geschrieben, gibt es wirklich. Ich habe es nicht finden können, aber ich nehme an, dass der SSD e.V. dahinter hing. Oder das war oder sein sollte. Gut, die Reaktion des ersten Anlauf des Supports. Ich würde Aluminium- oder Titanschrauben benutzen. Naja, also dann würde das Ding gleich rausfallen, dann brauche ich gar keinen Kleber. Ist Blödsinn. Sie haben außerdem das Ding erfolgreich gegen Kleberattacken getestet. Es muss irgendwo ein Fehler bei mir liegen. Dann kam noch, ich wollte dann von meinem Widerruf Gebrauch machen, wo sie gesagt haben, ist nicht kostenfrei, müsste ich zahlen, worauf ich denen ihre AGBs hinweisen musste, dass das bei Fehlern dann doch zu übernehmen ist bei denen. Und die gemeint haben, dass eine kleine Charge in Vorkenntnissen wohl in der Zusammensetzung der Magneten, also ich weiß nicht, wie die ihre Magneten backen, in der Haftkraft dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ja, Retourprozess. Und den Widerruf. Sprich, AGB waren wir schon, haben sie darauf hingewiesen. Hier unten steht es nochmal: Please note, we do not cover return postage unless this is a clear error on our behalf. Aber da sie ja zugegeben haben, dass eine Charge mit Magneten nicht richtig sein sollte, haben sie dann auch die Kosten übernommen nach langem Hin und Her. Ja. Aber damit fing es erstmal an. Ich habe dann irgendwann mein Geld wiederbekommen, habe das Ganze ruhen lassen, weil das System war für mich zwecklos. Nach einem Jahr Aufräumen auf meinem Computer habe ich mein Video wiederentdeckt und habe das mal bei YouTube hochgeladen und wurde direkt 5 Tage später vom CEO von Hexlogs kontaktiert. Ja. Erstmal dachte ich, die Antwort von ihm, das ist Scam aus Nigeria, habe sie erstmal zur Seite liegen lassen, weil das schon ja, also professionell nicht gewirkt hat. Es war kein Absender von der Firma, nichts. Also dachte ich, so schlimm ist es nicht, aber was wichtig ist, er hat mich direkt darauf aufgefordert, das Video zu löschen. 2 Tage später, nachdem ich nicht reagiert habe, oder ja, 4 Tage später, kam die nächste Mail aus Nigeria. Genau, mit noch einer härteren Drohung, wenn ich das nicht sofort rausnehme, geht er andere Wege und leitet das weiter. Und darauf ich mir gedacht habe, okay, dann unterhalten wir uns mal. In der Mail hat er geschrieben auch, dass sie an einer Beschichtung dran sind, A, mit Öl relativ leicht zu entfernen, und mit Teflon dabei sind, das zu entwickeln, irgendwie, dass die Probleme lösen wird, glaube ich nicht wirklich dran. Und dann halt komische Deadlines gesetzt. Ich muss es heute Abend löschen, was ja auch, warum heute, also warum so schnell? Dann die andere Frage, warum hat es damals im Support keinen interessiert? Und warum kommt er jetzt auf mich zu? Und dann, warum muss erst was passieren oder warum reagieren Firmen erst, wenn etwas öffentlich gemacht wird? Wenn man sie bittet, ich war ja am Anfang noch höflich, wollte die darauf hinweisen, dass es ein Sicherheitsproblem gibt. Wenn man sich unterhält, ist ja derjenige, der eine Sicherheit überwunden hat, auch der weiß, wie man sie verhindern kann. Also eigentlich der beste Spelling-Partner, um sowas, sein Produkt zu verbessern. Okay, er hat dann noch weiter gedroht, er hat ja weiter gedroht, dass er das weiterleiten wird. Das habe ich mal alles im ersten Ding ignoriert, bin professionell geblieben, habe ihm zurückgeschrieben, was ich dazu meine. Daraufhin kam dann eine Riesenmail, die ich so groß war, dass wir sie in 3 Teilen behandeln müssen. Der erste Teil ist,
Erstmal hat er mit Englisch geswitcht, hat erklärt, dass Deutsch nicht seine Hauptsprache ist, was auch okay ist, wäre auch kein Thema gewesen. Als CEO sollte aber auch ein Übersetzer kein Thema sein, wenn man der Sprache nicht mehr mächtig ist, in der man Geschäfte macht, ist das ja auch kein Thema. Aber Englisch können wir auch kein Thema. Er ist auch höflicher geworden, was auch ganz nett war. Ja, er hat im ersten Teil sich erstmal für den schlechten Support letztes Jahr entschuldigt, dass das so nicht laufen sollte, mit dem Hinweis, dass dieser mittlerweile nicht mehr existiert. Also dem hat er wohl damals schon gefeuert oder keine Ahnung. Dass sie überlastet sind mit den Mitarbeitern, die sowas übernehmen sollen, aber er auf gutem Wege ist, das zu verbessern. Also wenn jemand noch eine Sicherheitslücke bei dem Ding findet, da werdet ihr bestimmt, euch wird weitergeholfen, sagen wir mal so. Ja, dann, dass eine Ansage bei ihm ist, dass das Vorgehen ist bei wichtigen Dingen, dass er informiert werden soll. Das ist leider auch schief gelaufen, also es hat ihn auch keiner informiert. Und dass die neuen Hexlocks-Dinger jetzt geölt ausgeliefert werden, die das Problem bestimmt lösen. Ja. Oder diese Teflon-Beschichtung, ja, wie auch immer. Ja, es ist eine ganz neue Version in Arbeit. Er wusste aber auch nicht wann. Und nach einem Jahr sollte man ja eigentlich so Probleme auch gelöst haben. Aber warum dann auch nicht kommunizieren und sich mit demjenigen unterhalten? Weil ich hätte ihm relativ einfach sagen können, wie man das zumindest für den Kleber lösen könnte. Das habe ich ihm ja in meinen Mails auch angeboten, dass ich eine Lösung habe. Aber die hat ihn nicht interessiert. Ja, ein bisschen auf die Tränendrüse hat er auch gedrückt. Das Video würde Hexlocks verletzen und schaden ist ja auch klar. Es ist eine Sicherheitslücke, die muss man irgendwie lösen. Die ganzen tollen Reviews, die er im Internet hat, die bringen nichts mehr. Der zweite Teil war ich mir dann nicht ganz klar. Jetzt will er mit mir kooperieren oder geht er doch in eine Drohung? Er hat aber dann wieder auf Drohung gesetzt. Und gesagt, wenn ich es nicht lösche, dann ja, würde er seinen Anwälten weiterleiten. Er hätte gute Anwälte in England und Stockholm, europäische Kanzleien. Ich würde gegen 20 europäische Fälle verstoßen, die sie auch garantiert gewinnen werden. Auch eine gute Aussage. Allerdings rudert er immer hin und her und wusste dann nicht, er würde lieber das Problem mit mir selber lösen, anstatt das Geld in Anwälte zu stecken. Ist ja auch mein Interesse. Ich hätte ihm die Lösung auch genannt, wäre auch kein Thema gewesen, wenn er mich gefragt hätte. Ja, dann die normalen Hinweise, dass die Anwaltskosten auf beiden Seiten entstehen würden. Ist auch klar, ist Blödsinn, sowas zu machen. Jedenfalls scheint er mit Anwälten ganz gut befreundet zu sein. Ja. So, dritter Teil der ganzen Mail, die er mir dann geschrieben hat, die mich etwas verwirrt hatte. Er steht für Gespräche zur Verfügung. Er würde keine Deadlines setzen, aber in einem zweiten Satz direkt sagen, dass er meine Konversation aufgezeichnet hat und die Daten morgen direkt weiterleiten wird. Also, es ist ein Hin und Her. Also, ich bin aber immer noch ruhig geblieben, habe gedacht, okay, versuchen wir es ein letztes Mal mit ihm zu reden, ihm eine Mail zu schreiben. Und hoffen, dass er kooperiert, indem er mir zuhört und ich ihm vielleicht sagen kann, worum es ging. Ja, genau. Also ich bin erneut mal bereit gewesen, in der dritten Mail ihm zu verraten, wie man das gegen dieses Klebeband, diese Klebebandattacke verhindern kann. Hat ihn auch nicht interessiert. Hinweise, dass das Geld in Anwälte zu stecken eigentlich Blödsinn ist, sehe ich genauso, weil wozu? Ich habe ihm aber auch klar genannt, wenn er die Anwälte kontaktiert, werde ich an die Presse gehen, weil das will ich ja auch nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe ja nichts anderes gemacht, als ein System in seinem Fehler und einen Verbraucherschutz betrieben und Leute informiert, dass sein Produkt einfach nicht sicher ist, mit dem er wirbt auf seiner Seite. Ihn das letzte Mal gefragt, ob er es mit mir lösen will oder nicht. Darauf kam keine Reaktion mehr. Ich habe aber trotzdem, um Eskalation zu vermeiden, das Video bei YouTube erstmal runtergenommen, um mich auch selber rechtlich abzusichern. Ich weiß ja nicht, mit wem ich es zu tun habe und ob er dann wirklich mit Top-Anwälten auf mich schießt. Keine Ahnung, das kann auch böse enden. Habe aber mich mit Kollegen und dem CCC ausgetauscht, die mir dann die Möglichkeit gegeben haben, das hier mal zu präsentieren und zu zeigen. Ja, Kapitel 6. Police Academy Hacks, Widerstand zwecklos. Wie sieht das Ganze nach den Erkenntnissen aus? Also seitdem das Video weg ist, ist auch Funkstille. Ich habe von denen nichts mehr gehört. Mal gucken, was jetzt danach kommt.
müssten wir die Bewertung nochmal anpassen, indem wir bei Hexlocks die Überwindungshindernisse von 3 und diesen 3-Digit-Code, was weiß ich, wie viele Varianten, eigentlich nicht existiert. Hallo? Und wir nur noch 2 und 1 haben, sprich 56 Euro im Vergleich zu 15 oder 10, ist schon happig. Also muss jeder selber wissen, ob er sich das kaufen will oder nicht, aber sicher ist es nicht. Ja, Hexlocks, Lessons Learned, das, was Hexlocks nicht macht, oder die offenen Frage, warum wird Hilfe nicht angenommen, wenn man sie anbietet? Wieso ist man nicht bereit, in Produkte zu verbessern? Und ist Kommunikation im Zeitalter der Kommunikation wirklich so schwierig? Sind die Zeiten von Löschaufrufen nicht schon vorbei, dass im Internet alles gelöscht wird, weil kann man überhaupt was löschen? Das war 5 Tage online, in der Zeit hätte sich jeder kopieren können, also damit wäre er wahrscheinlich auch nicht weitergekommen. Womit wir zum Ende kommen, aus Mangel an Ideen, vielen Dank. Und ich zeige euch das jetzt gleich nochmal im Video, weil ich das jetzt nicht dazwischen machen wollte. Deswegen schieben wir es jetzt nochmal und dann könnt ihr auch ein bisschen vorkommen. Ich zeige euch das jetzt nochmal direkt da, damit ihr seht, dass ich das Video auch nicht postproduktet habe und bearbeitet habe. Darum machen wir das nochmal. Ich bin noch nicht fertig. Okay, also wir packen das Ding hier wieder rein. Ups. Na. So, vielleicht besser. Zack, das Ding ist drin. Ich komme da nicht mehr mit einem Schlüssel dran. Sprich, ich kann das Ding hier nicht mehr aufmachen. Dann nehmen wir uns unser Klebeband, ein Stückchen. So. Oh, Fuddelei. So. Klebeband ist drauf. Da ist er. Also ziemlich simpel. Ja. Unter 2 Sekunden ist schlechte Wertung für ein Schloss. Also wer will, kann sich das gerne hier vorne auch mal angucken, die ganzen Systeme. Oder wer fahrradaffin ist oder wie auch immer. Oder lokaffin. Kommt gerne runter. Ja, die waren eingeölt. Also die kamen, ich habe es direkt probiert damit, das hat nicht geholfen, was ja auch kein Problem ist, weil das wischt man mit dem Finger weg. Oder ich habe da noch so ein paar Sachen mit denen man das ganz einfach wegkriegt. Das dauert vielleicht eine halbe Sekunde mehr, Isopropanol aus der Apotheke. ja. Also ich habe auch noch ein ganz neu unverpacktes. Wir können es ja mal probieren, weil die behaupten, die neuen würden ja per Öl direkt ausgeliefert. Hier, noch original verschweißt. Können wir gerne mal ausprobieren. So, oder wieder drauf, ja. Ah, das war der falsche, der ist zu klein. Zack. Nehmen wir mal ein frisches.
Oh, einmal hat es nicht funktioniert. Es war vielleicht die erste Ölschicht. Ja, nochmal 9. Am Ende hilft es doch. Also, hilft auch nichts. Ja. Wenn ich trockene Finger hätte, dann wäre jetzt wahrscheinlich beim Reindrücken schon das Fett weg gewesen, aber. Ja. Also eigentlich eine nette Idee, aber leider eine falsche Umsetzung. Ja, da würde ich ja jetzt hier, würde ich noch mein Geschäftsverheimnis verraten. Ja, man muss halt gucken, wo, also ich verrate euch den Vorgang. Ja. Also das hört man nicht. Also die Frage war, wie man das verhindern kann gegen diese Attacke. Im Grunde genommen muss man sich nur damit beschäftigen, wo hält dieser Kleber am besten und wo hält er nicht gut. Und dann kommen wir dahin. Also Öl oder Fett ist schon mal die richtige Richtung, aber ja, ist schwierig. Also im Grunde genommen gibt es eigentlich gar kein, ja, ist schwierig. Also muss man gucken. Also ich will es jetzt auch nicht hier direkt verraten, weil soll mich ja mal anschreiben. Ich will ja mit ihm kommunizieren, weil sonst kommuniziere ich über einen dritten Weg. Das wäre ja auch nicht so schön. Nee, ist nicht patentwert. Wer wertig das Geld dazu investieren, lohnt sich nicht. Ja. Nee, also der Schlüssel hat ja diesen Three-Digit-Code. Also es gibt ja Varianten davon. Also du brauchst immer den Schlüssel, der halt auch zu deinem Ding passt. Nee, ja gut, weil wir haben ein Ding bestellt, die haben beide den gleichen Code, das ist halt das Ding, weil die dachten, ja, wir haben dann halt, wir sind aus einem Haushalt, da können wir den gleichen Schlüssel benutzen, so ungefähr. Das Interessante ist aber, ich bin auch mal in Fahrradläden gewesen. Die Fahrradläden kriegen ein Set, wo 20 so Dinger drin sind, mit einem Schlüssel und den verteilen sie an 5 Leuten in der gleichen Stadt, was auch sinnvoll ist. Also, also die Varianz in der Stadt von so Dingern dürfte klein sein. Also du musst nur in dem Fahrradladen gehen, der das Ding verkauft. Davon gibt es nicht viele, die den Schlüssel besorgen, dann dürfte es auch gehen. Aber der ist teurer als das Klebeband, sage ich dir. Mit dem Klebeband kommst du weiter, da kannst du mehr machen. Also Klebeband kostet die Hälfte. Ja. Dann. Wie, das habe ich jetzt nicht verstanden. Anderen Schlüssel und dann? Ja. Ja. Ob der passt in den anderen? Nee, habe ich noch nicht probiert. Ich habe nur ein Set momentan hier liegen und aber ich glaube, das sollte schon funktionieren. Das wäre schon sehr dreist, wenn das nicht gehen würde. Also wenn sie dann wirklich nur einen Schlüssel haben, das wäre natürlich noch. Also wir müssten jetzt halt mal 10, 20 Sets bestellen, dann kriegen wir auch bestimmt diesen Code reverse-engineert, damit wir wissen, welcher Winkel und welcher Durchmesser das ist. Und dann können wir ungefähr ableiten, wie viel es davon gibt. Aber ja. Aufgabe fürs nächste Mal. Ja, nochmal, nochmal. Dann.